Es hat bereits einmal ein gemeindepolitisches Erdbeben ausgelöst, das Seniorenheim in Anniff. Das war im Jahr 2008. 8 Jahre später ist der Streit um das Haus nun offenbar neu entbrannt. Ging es damals um die Entscheidung Neubau oder Sanierung, so geht es jetzt um die Folgekosten der Sanierung und auch um Legionellengefahr. Romy Seidel berichtet. Das vor 2 Jahren renovierte Seniorenwohnhaus in Anniff. Schon 2008 der Auslöser massiver Konflikte in der Gemeindevertretung. Auf diesem eigens angekauften Grundstück in unmittelbarer Nähe des bestehenden Hauses hätte ein neues Heim gebaut werden sollen. Mittlerweile steht hier aber eine Wohnanlage. Die Folgen des wahlentscheidenden Konflikts um das Haus, die Abspaltung der Namensliste Grü von der ÖVP, deren Wahlsieg und eine Bürgerbefragung mit dem Ergebnis für eine Renovierung. Soweit die Fakten von damals. Nun berichten SPÖ und ÖVP in ihren Parteizeitungen über eine Legionellengefahr im Seniorenwohnhaus. Bei einem Lokalaugenschein bestätigt der Heimleiter die Probleme. Um das sogenannten Legionellen vorzubeugen, wird vom haustechnischen Dienst zweimal wöchentlich eine bei den 85 Entnahmestellen zweimal die Woche eine Warmwasserspülung durchgeführt, sodass das Warmwasser 3 Minuten fließend ist, dass es zu keiner Legionellenbildung kommt. Die Chefs von ÖVP und SPÖ in der Gemeinde kritisieren vor allem, dass diese Probleme seit 2 Jahren nicht behoben werden. Wir müssen jede Woche zigtausend Liter warmes, heißes Wasser durch die Leitungen spülen und das kostet Geld, das kostet Zeit. Wann wird das Seniorenwohnhaus wirklich einmal so sein, wie man es haben wollte? Weil bei einem Neubau zieht man ja auch ein und geht davon aus, dass es dann in Ordnung ist und gebrauchsfähig ist. Auch die Solaranlage funktioniert noch immer nicht und der Eingangsbereich ist noch nicht fertig, so die zusätzliche Kritik. Mit dem ursprünglich geplanten Neubau hätte man sich diese Folgekosten sparen können, heißt es unisono bei SPÖ und ÖVP. Die Bürgermeisterin wehrt sich. Das hätte uns im Neubau genauso passieren können. Ja. Also hätten diese beiden Firmen den Zuschlag bei der Ausschreibung bekommen, hätte genau dasselbe beim Neubau passieren können. Die Bürgermeisterin gibt aber zu, dass die Kosten des Umbaus mit rund 8 Millionen Euro praktisch gleich hoch sind, wie ein Neubau gekostet hätte.